Kasaner Kathedrale. Die Kasaner Kathedrale ist eine der größten Kirchen in St. Petersburg und wurde 1811 vom Architekten Andrei Woronichin im Empir- und Klassizismusstil erbaut. Wie von Kaiser Paul I. gewünscht, wurde das Aussehen der Kasaner Kathedrale nach der Ähnlichkeit der Kathedrale von St. Peter in Rom entworfen. Im Inneren des Tempels befinden sich 56 Säulen der korinthischen Ordens aus rosa finnischem Granit mit vergoldenen Kapitellen. Der Tempel schmückt eine Kolonnade, die aus 96 Säulen mit einem Gewicht von jeweils 30 Tonnen besteht. Das Projekt der Kathedrale wurde nicht vollständig umgesetzt. Als sein Bau zu Ende ging, schlug der Architekt vor, eine zweite Kolonnade auf der Südseite des Gebäudes zu bauen, die nördliche, bestehend aus 96 Säulen, wiederholen würde. Diese Idee ist sogar im Notizbuch von Alexander I. zu sehen, wo er die bedeutendsten Gebäude im Zentrum von St. Petersburg plant. Aber die Südkolonnade wurde nie gebaut. Im Jahr 1813 wurde hier der Kommandant Michail Kutusow begraben und die Schlüssel zu den genommenen Städten und anderen Kriegstrophäen gelegt, Vaterländischen Krieg 1812 Jahre.